Käfer. Wo ist Cloud? Keine Ahnung. Naja, der Junge kommt schon allein zurück. Machen wir hier klar Schiff. Bist du verletzt? Nein, keine Sorge. Okay, dann auf zu Wedge. Schnell. Die ganze Zeit so vorwärts gekämpft? Klar doch. Kennst mich doch. Auf die Zahlen! Ich seh dich! Was wollen jetzt gratis? Nicht nachlassen! Zeig mir eine Fachprügel! Ja! Sieg, Sieg! Barrett, mein Trommelfell! Auf die Zahlen! Hoffentlich geht es Wedge gut. Mach dir keine Sorgen. Wedge ist hart im Nehmen. Bestimmt macht er nur irgendwo in der Ecke ein Nickerchen. Ja, wenn wir wieder zu Hause sind, müssen wir ihn umsetzen. Na, jetzt geht's ja richtig los. Ja! Ist dir kalt? Aus dem Schädel!
geschafft! Der mir einen Schrecken eingejagt. Ein Glück. Danke. Los, raus hier. Ja. Gutes Training. Was ist das? Barrett! Huh? Was ist das? Shinra sein. Shinras Eigentum zertrümmere ich doppelt so gerne. Was ist? Das könnte etwas kitzeln. Doch liegen die Augen aus dem Schädel. Wie schmeckt dir das? Tick, komm schon. Den Lüftungsschacht versiegeln. Geh du! Okay, gib mir Deckung! Wir müssen den Lüftungsschacht versiegeln. Geh du! Okay, gib mir Deckung!
Ich muss nach oben! Gehen wir uns wieder auf den Dicken. Cloud! Da bist du ja! Los geht's! Erst rumtrödeln und dann den Anführer spielen, hä? Also! Woher wusstest du, wo wir sind? Bin dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und deinem Gebrüll. Unverkennbar. Oh. Hm? Das Puppe!
Das ist die dunkle Seite von Shinra. Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Cloud? Hast du gut gemacht. Kümmere dich um Wedge. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Hab oben auf dem Pfeiler mit Jesse und Bix geredet. Ich weiß, wie es um die beiden steht. Ich glaube nicht, dass sie... Sie sind zurück beim Planeten. Aber wir brauchen sie doch hier. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer. Danke. Wir schulden ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira? Wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das! In einem Geheimlabor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Eris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschen Leben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Oh.
Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh, hab ich dich geweckt? Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals. Hattest du also von Eris? Oh. Ich wusste doch, da stimmt was nicht. Dass du mir eine Blume gibst. Sie steht für ein Wiedersehen, nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden. Mein Zuhause. Die Bar. Alles weg. Wie unsere Heimat. Hilft? Danke. Erst Marlena und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Eris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Papa! Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken. Nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen...
helfen. Das mache ich. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aeris zu retten. Sag mal, wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Ökokriege haben keinen blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil! Informationen wachsen nicht auf Bäumen. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert die? Dass uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins, unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme, was wolle. Das Feuer in uns brennt weiter. Ja. Aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst.